Gut, danke für die nette Einführung. Ihr wisst jetzt also, wer ich bin, aber ich habe keine Ahnung, wer ihr seid. Deshalb machen wir eine kleine Vorstellungsrunde zu Beginn. Ich zähle von 3 runter und ihr sagt mal, wie ihr heißt. Ja? 3, 2, 1. Wow, so viele Kevins dabei. Hat den Anknopf? Danke. Gut, ihr habt es schon gesehen. Und ihr kennt es natürlich alle, ihr wisst alle, was das ist. Das ist die Bevölkerungspyramide. Und ich finde, dieses Motto, was da steht, den Wandel nicht nur erleben, sondern gestalten, passt da wunderbar dazu. Weil, warum geht das nicht? Ich benutze die Tastatur. Weil jeder versucht, da mit zu gestalten. Wir sehen die 2 Probleme. Ich glaube, hier ist die Batterie leer. Jetzt geht's wieder. Gut, die 2 Probleme. Alte Leute zu viel, junge Leute zu wenig. Warum sind so viele junge Leute hier? Da gibt es doch Lösungen, ne? Alte Leute ist eine Folge vom demografischen Wandel. Wir werden alle immer älter. Und was folgt daraus? Immer mehr erhöhter Haarverlust, aber da wird ja auch einiges getan. Und auch Disney schaut sich dieses Problem an. Nach Disneys Cars kam Disneys Planes und der nächste Film ist schon in Planung. Das ist Disneys Rollators mit diesem bösen Mr. Treppenlift. Vielleicht geht das wieder. Aber wir schauen uns heute was anderes an. Und da will ich noch mal kurz eine Frage stellen, jetzt könnt ihr Handzeichen machen. Wer hat in den letzten 3 Monaten mal online bestellt? Jetzt können wir noch mal 3, 2, 1 machen. Wo habt ihr bestellt? 3, 2, 1. Genau, die meisten haben Amazon gesagt, das hat man deutlich rausgehört. Und ich bin Informatiker und beschäftige mich mit den Algorithmen hinter Amazon. Und da können wir uns mal heute zusammen angucken, warum ist Amazon eigentlich so erfolgreich? Ist es, weil sie diesen Overnight Express anbieten, sodass man die Ware morgen früh bekommt, wenn man innerhalb der nächsten 98 Stunden bestellt? Oder ist es, weil Amazon dieses gigantische Bewertungssystem hat? Hier hat zum Beispiel so ein Kunde so eine Adobe Photoshop Suite bewertet mit 5 Sternen. Wenn ich den Laserpointer aus und dann wieder einmache, dann geht er 1 Punkt lang, 2 Punkte lang. Gut, warum hat er den mit 5 Sternen bewertet? Kann man sich eine Bewertung durchlesen? Zum Beispiel hat er hier geschrieben, meine Frau sieht wieder schön aus und ich habe wieder Mut, sie anderen zu zeigen. Danke Adobe, mein Geld ist gut investiert. Aber das ist nicht der Grund, wieso Amazon so erfolgreich ist, weil Bewertungsfunktionen hat man mittlerweile überall. Amazon hat ziemlich früh dieses raffinierte Empfehlungssystem gemacht. Kunden, die das da gekauft haben, kauften auch folgende Artikel. Klassisches Beispiel dazu, wer den Clearasil Pickelstift gekauft hat, kaufte auch World of Warcraft. Und was Amazon kann, das können wir schon lange, Amazon macht 30% seines Umsatzes mit Sachen, die aufgrund von Empfehlungen verkauft wurden. Und was Amazon kann, können wir schon lange, wir entwickeln jetzt ein eigenes Empfehlungssystem, hier und jetzt. Für ein Beispiel eine Pommesbude. Die Pommesfrau, Verkäuferin will auch 30% mehr Umsatz machen. Die will auch, wenn ein Kunde kommt, sagen, hey, kauf doch Folgendes. Da oben ist eine Speisekarte, da könnt ihr einfach primitiver Ansatz machen, ene, mene, mu, einfach irgendwas Zufälliges vorschlagen. Also kommt einfach ein Kunde rein, probiert doch mal Mayonnaise. Ist ein super Empfehlungssystem, ne? Ein bisschen raffinierter. Wir schauen uns Produkteigenschaften an. Also jedes Produkt wird aufgeschrieben und dann Kalorien, Fett, was man halt so da drauf findet. Und dann so nach dem Motto, was fettig ist, muss auch gut schmecken. Also probiert doch mal Mayonnaise, kommt wieder raus. Amazon macht wahrscheinlich was anderes. Die analysieren natürlich das Kaufverhalten.
Könnt ihr die Frittenbude auch machen, indem sie einfach so eine Strichliste macht und dann immer das vorschlägt, was so am meisten verkauft wird. Kommt also ein Kunde rein und die sagt, probier doch mal Pommes. Da wäre man nie drauf gekommen, man geht in die Pommesbude und einem wird Pommes vorgeschlagen. Ne? Deshalb noch mal ein bisschen, Amazon hat ja gesagt, wer das gekauft hat, kauft auch das. Kriegen mehr hin, indem wir die Sache da zweidimensional machen. Wenn jetzt Pommes verkauft wird, machen wir einen Strich bei Pommes, Pommes. Wenn jetzt ein Würstchen verkauft wird, machen wir einen Strich bei Würstchen, Pommes. Würstchen. Würstchen, Pommes und so weiter. Die Liste füllt sich im Laufe der Zeit einfach. Für die Mathematiker hier unter uns, wir können das in eine schöne Matrixform bringen. Und damit lässt sich dann wunderbar weiterrechnen. Kommt jetzt also so ein Kunde und sagt, einmal Pommes mit ohne alles, dann kann diese Frau natürlich Matrixrechnung und rechnet diese Produktmatrix mal den Pommesvektor, das ergibt den Vektor 7, 2, 5. 7 ist die größte Zahl, die steht da ganz oben war ja Pommes, also sagt sie, willst du Pommes dazu? Daher der Titel meines Vortrags, möchten Sie Pommes zu den Pommes? Und das Witzige ist, sowas wird wirklich gemacht. Ich habe im Internet gefunden, hier hat jemand bei Amazon bestellt, er hat sich bestellt IT Crowd, so eine Serie Staffel 1 bis 4 auf DVD und Amazon sagt, kauf doch auch nochmal 1 bis 4 oder nochmal oder nur die Staffel 4 oder nur die Staffel 1 bis 3, also kauf einfach noch viermal das, was du eh gerade schon gekauft hast. Wir können das besser. Weil wo kamen diese 7 her? Von der sogenannten Diagonalen. Wir machen einfach die Diagonale weg. Ich muss hier immer an- und ausschalten. Das ist Batterien mal wechseln. Gut, in der Matrix kommen dann da ganz viele Nullen hin. Und hier kommt dann wieder der Kunde und sagt einmal Pommes mit ohne alles. Und die Frau rechnet wieder neue Produktmatrix mal Pommesvektor ergibt jetzt 025. Und da kommt jetzt raus, der Hamburger, also willst du einen Hamburger dazu? Und das ist jetzt das Geheimnis, wie du diese Frau Millionen machen wird. Gut, diese Empfehlungssysteme habt ihr jetzt hoffentlich verstanden, wie die funktionieren. Und diese Systeme gibt es ja schon. Ich will ein bisschen was zu meiner Forschungsarbeit sagen, worüber ich meine Doktorarbeit auch schreibe. Es ist das Folgende. Wir haben normalerweise nicht hier so drei Produkte, Pommes, Würstchen, Hamburger, sondern Amazon hat 100 Millionen Produkte und wenn da ein Kunde kommt und sagt einmal das und das, das wäre ein bisschen kompliziert, das gerade auszurechnen. Deshalb gibt es da einen Trick, die Frau stellt einfach Hiwis an, die einfach schon mal alles vorberechnen und das in so ein Buch schreiben, das machen ganz viele parallel, die schreiben dann einfach so ein Buch, wo dann die Empfehlungen von heute drinstehen. Und wenn jetzt so ein Kunde kommt, einmal Pommes mit ohne alles, dann rechnet die nicht selber die Frau, sondern guckt einfach in diesem Buch nach. Das ist so der gängige Ansatz. Und mit meinem, das Problem ist, ihr seht, da ist ein Datum auf dem Buch, das sind nur die Empfehlungen für heute. Das heißt, wenn sich morgen die Welt ein bisschen ändert, wenn Käufer was anderes kaufen, dann müssen die Hiwis wieder ran und ein neues Buch schreiben, das ist der gängige Ansatz. Mit meinem Forschungsprojekt, dem Marimba-Framework, darf man quasi diesen Hiwis erlauben, in das Buch von gestern zu spicken, um dann basierend darauf und auf den Änderungen seit gestern das neue Ergebnis zu berechnen. Und das hat zur Folge, dass wir keine riesigen Rechencluster mehr brauchen, sondern nur noch ganz kleine Rechencluster. Das ist so meine Forschungsarbeit. Um jetzt nochmal den Kreis zum demografischen Wandel zu ziehen, komme ich zu einem realistischen Szenario. Jemand, der jetzt wirklich dieses Amazon-Empfehlungssystem benutzen möchte, das ist der Kevin, der ist 20 Jahre alt, Berufsschüler, hat Hobbys, Moped, Tune, Angry Birds und Jägermeister. Und der war, genau wie die meisten von euch, in den letzten 3 Monaten auch diverse Male auf Amazon unterwegs. Er hat sich zum Beispiel das hier für die Berufsschule gekauft, 3 Satz für Dummies, damit er die 4-0 in Mathe kriegt. Er hat sich Angry Birds für Android gekauft und er hat sich hier so Gastronomie-Cooler für Jägermeister gekauft. Ich wandere hier nur rum, dein Ding funktioniert ja nicht
Danke. Also eine Minute brauche ich noch. Okay. Und der besucht dann nach seinen Bestellungen nochmal Amazon und Amazon macht dann so Vorschläge. Kauft doch auch Textaufgaben lösen, kauft doch auch die Angry Birds WM Edition oder 6 Jägermeistergläser. Findet der Kevin total super, alles gekauft. So, wer kennt Benjamin Button? Ja, Kevin hat die gleiche Krankheit wie der plus umgekehrt. Der wird immer älter. Und wenn man jetzt 50 Jahre weiterdenkt und Kevin geht nochmal auf Amazon, dann macht Amazon wieder so Vorschläge wie Mathematik für Ingenieure, neue Version von Angry Birds und so ein Schinkenbrett mit Schnapsjägermeister oder so. Aus an. Und Kevin denkt sich, Mathe habe ich seit der Berufsschule nicht mehr gemacht, Angry Birds ist für kleine Kinder und Jägermeister hat mir der Arzt verboten zu trinken. Also alles Quatsch, was Amazon da jetzt vorschlägt, basierend auf den Einkäufen von vor 50 Jahren. So, jetzt geht hier gar nichts mehr. Gut. Nein, jetzt, das ist die letzte Folie, super Folie, ne? So, deshalb, Amazon, lasst euch was einfallen, um auch in 50 Jahren noch sinnvolle Vorschläge zu machen. Egal, wie ihr es macht, benutzt mein Framework dafür, dann geht es schneller und energiesparender und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.